So, da wären wir wieder. Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles, Age of Sorcery, Kapitel 1, Gameplay mit Mods. Oh, was steht heute an? Natürlich nicht sterben. Also heute machen wir ein ruhiges Gameplay. Ein etwas ruhigeres. Ein bisschen ruhiger. Mal schauen. Und zwar, ich möchte hier, irgendwo ist ja diese Höhle von diesen Anhängern von Schlag mich tot. Da will ich auf jeden Fall hin, dann will ich hier die Ecke erforschen und es gibt hier noch ein paar Ecken, die man aufdecken kann. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch haben. Was ich war, ich meine zu wissen, was hier ist. Aber gucken wir uns einfach mal um. Das heißt, wir können ja relativ bequem hier zu unserer Säuberungsfalle, Pottstrepp, Schnellreise machen. Und dann mal hier rüber gucken. Können auf dem Weg dahin vielleicht ein Boss. Hier unten ist, glaube ich, ein weißer Tiger. Wenn ich, ja, hier irgendwo muss da ein weißer Tiger sein. Den können wir auch schlagen. Dann können wir dann die Typen in der Höhle besuchen. Und ja, dann nehmen wir dich hier mit. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Dich nehmen wir mit. Dann tue ich hier nochmal meinen Fisch. Ah, habe ich den schon? Ich habe da vorher gekocht. Nein, der ist fertig. Den habe ich schon. Habe ich schon aufgeräumt. Den kann man da rein. So, da habe ich jetzt auf jeden Fall einen frischen Buff. Kleinen Moment mal. Nein, ich bin nicht Admin oder sowas. Okay. So, dann haben wir hier unser Neuzugang. Der ist schon ein bisschen gelevelt. Da weiß ich aber nicht, das sieht schon auch cool aus. Ist nett, aber so. Muss ich mich noch entscheiden, ob ich da nochmal ein Dings drüber lege. Der habe ich die Geißel des Todes gegeben, ein Kurzschwert. Selber hergestellt. 81, 30 ist cool, oder? Vor allen Dingen, sage ich mal, ist jetzt hauptsächlich gegen Einzeltarget interessant, die Kurzschwerter, aber. Nice, nice. Habe ich jetzt gesagt, die soll folgen? Ich glaube, ich habe nicht gesagt, die soll folgen. Habe ich dir gesagt, du sollst folgen? Folgen. Nein, ich habe ja nicht gesagt, sie soll folgen. Die levelt noch hoch. Das heißt, für die muss ich auf jeden Fall Dingsbums mitnehmen. Schnitzel. 50 Schnitzel, oder? Und für die an. Oh, ich muss mal wieder Schweinebraten. Ich muss mal wieder Schweinebraten machen. Und vielleicht können wir dann nachher noch. Also, du kriegst mal hier Schweinebraten. Schweinebraten-Buff. Und du kriegst Schweinebraten-Buff. Schweinebraten-Buff ist übergeben. Ich muss noch den Zaubertrank trinken. Ja, schluppdiwupp. Auch gut. So. Also, Träger, Obstdohle und Schlag mich tot haben wir jetzt. Mehr will ich. Ich level zwar noch hier die Bogenschützen ab, aber ich. Ja. Okay, wir haben gesagt, wir können Schnellreise machen. Und zwar. Nein, das ist es. Ah, ich hätte was zu trinken mitnehmen sollen. So, ich nochmal kurz zurück. Sitz. Ah ja, komm, das langt. Das langt. So, und es pisst. Egal, wann ich hier aus dem Teleporter, also aus dem Transportstein komme. Ich weiß nicht, ob das ein Anzeigebug ist, aber hier regnet es in einer Tour. So, und da können wir dann, wie gesagt, gleich mal den uns warm klopfen. Der ist hier irgendwo gleich da. Ah, hört ihr? Wir haben ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Sehen wir kurz warten, bis die Kollegen den Aggro haben. Der hupft mir zu viel rum. Da will ich jetzt nicht mit der Dolche drauf gehen. Ja, da. Dolche haben eben mit dem ersten Schlag immer so ein blödes Hitfenster.
Aber man merkt natürlich, okay. Ich habe jetzt niemanden dabei. Obwohl, ah, jetzt kommt der Schaden durch langsam. Und Geschichte. Den ledern wir mal kurz ab, weil wir wollen ja den Schlüssel haben. Da ist er, kann ich gerade den Rest auch noch mitnehmen. Und hier, Mädel ist aufgestiegen. Dafür kannst du einmal hier ein Schnitzel. Kriegst ein Schnitzel, wenn du ablevelst, gibt's Schnitzel. Und hier ist irgendwo Kiste. Da ist Kiste. Kiste hat ein Government. Das ist, glaube ich, ein Speer. Er ist auf jeden Fall eine Beweglichkeitswaffe. Ja, aber... Ist auf der einen Seite natürlich wirklich schön, dass sich Emberlight hier mit den legendären Waffen, die sie ins Spiel bringen, nicht aus dem Fenster lehnt und sagt, ah, können wir alles besser. Und hier, sag ich mal, was dann den Schaden angeht... das Ganze, sage ich mal, etwas anheben, die ihre eigenen etwas interessanter machen. Auf der anderen Seite hätte es nicht geschadet, weil die Legendären zumindest ab einem gewissen Punkt auch hier in Exiled Lands eigentlich nicht mehr wirklich interessant sind. So, wo war die Höhle? Die war doch irgendwo da drüben, oder? Die war in diesem verderbten Bereich, wenn ich mich nicht irre. Lasst euch nicht stören hier. Deckschrubbers zu. Ja, ich weiß, es ist das falsche Camp. Ich suche auch den. Der hat's gewusst, oder? Der wusste, dass ich was anderes suche. Cool. Menno. Ich muss mal ganz kurz Karte gucken. Das ist weiter hier hinten, hier, oder? Schauen wir mal. Ja, da haben wir nochmal ein Camp da oben. Ja, genau. Hier hinten ist es doch irgendwo. Gegen die Palme geritten. Da ist er doch, der Eingang. Schaut, ich hab's gefunden. So, große Frage. Pferdel mit reinnehmen? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Gibt's hier irgendwas, was gefährlich werden kann? Ich glaube nicht. Ich guck mal, ob ich es hier irgendwo an die Seite stellen kann. Jawohl, geht. Weil die da drinnen sind zäh, machen guten Schaden. Und zwar nicht alle sind zäh. Aber hier diese Elite, die sind... Jetzt, wo ich fast fertig bin. So. Nix. Nix. Gewürze nehmen wir mit. Jetzt haben wir nämlich noch den Akku von dem. Also hier drin kann man durchaus auch den Löffel abgeben. Ja. Hörst du auf, mich zu hauen? Mom,
Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr von mit denen eine Perch habt, dass das eine Herausforderung ist, oder? Braucht man nix. Gucken wir, was das ist. Wann ist das bloß? Zwei Stück? Ne, da muss doch nochmal einer sein. Aber auch nix. Okay. Dann würde ich sagen, verbind ich mich mal. Nochmal Zeit. Müssen keinen Trank trinken, dann geht jetzt verbinden ganz gut. Wir können mal was versuchen. Mal den da. Ich will nicht. Bis hier hoch. Damit die. Ich helf mal damit. Das nehmen wir immer mit und das kann ich ja, dann kann ich das schnapulieren. Oh, der hat Suppe, Suppe ist immer gut. Ich mag Suppe. Ich bin ein Suppenesser. Schrei halt rum. Muss aufpassen. Ja, genau. Ja, genau. Einfach mal hier. Immer schön dazwischen gucken, dass ich den Stamina wieder aufbaue. Dann kann ich ihn nämlich hier. Ey, das war jetzt nicht okay. Zuckt noch ein bisschen hier. Nichts Vernünftiges. Gucken wir mal, was hier in der Truhe ist. Gold. You picked the wrong fight. Habe ich euch auf Akku gebürstet eingestellt? Jetzt habe ich es auf jeden Fall. Das Follow Remote ist eine coole Mod. Ist wirklich eine coole Mod. Schade, dass dieser Grafikbug noch da ist, aber damit kann ich leben. Also ist für mich jetzt kein Grund, darauf zu verzichten. Ach, das sind wir da hinten, okay. Machen wir ganz regulär wieder zurück und von vorne. So, hier machen wir auch. Ich weiß, das sind irgendwelche blöden Bogenschützen mit dabei. Ja, genau. Kommt her. Gibt gleich was zum Spielen. Eins, zwei, drei, vier.
Der Boss hält weniger aus wie... Genau. So, und der hat eben die Chance auf, da, auf diese Sobek-Rüstung. Den muss man entsprechend oft farmen. Ich glaube, die Chance ist gegeben, dass er jedes Mal was droppt. Yes. Habe ich hier die Kisten kaputt gemacht? Der ist, glaube ich, jetzt verbuggt. Ich glaube, der ist verbuggt, Kinder. Den könnt ihr in Ruhe lassen. Kommt. Gehen da hoch zum Spielen. Der ist böse, der will nicht mitspielen, der steht doof da. Dürfte jetzt nicht traurig sein. Cassio und down, ja, der ist im wahrsten Sinne des Wortes down, der ist da runter. Wie du Blödkopf. Und dann hast du nicht mal was zurückgescheit. Dann gucken wir in die Truhe und... Wow, oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Oh, hier mit dem Ding, ja. Das... Wäre ein cooles Thumbnail, oder? Für die Folge hier. Das haben wir auch alles gelootet. Das waren jetzt Klassen 1, 2, dann da oben 3, sind 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das waren 15 Stück hier drin ungefähr. So, und ich glaube, bei der Purge hat man, ich müsste mal schauen, aber es sind mehrere Wellen und da kommst du auf eine deutlich höhere Zahlensumme und dann kannst du dir vorstellen, was da abgeht, wenn die deine Basis angreifen. Gestern habe ich eine schöne Purge mitgemacht, also nicht bei mir, sondern Isle of Scepter hier. Lucentria und Siana. Ich sage, ich komme vorbei. Das war richtig cool. Also da muss man sagen, das war ein Gemetzel wie auf dem Schlachtfeld. Also es sah, ging der Punk ab. Wir haben schon gesagt, sowas müssen wir unbedingt mal als eine Videofolge aufnehmen. Da ging es. Was höre ich denn da getrummel? Wo willst du herkommen? Ah, ich warte es nicht auf dich. Ich wollte ja da an diesen einen Dings... Darunter wollte ich. Haha. Ah, dann gehen wir hier rum. Das geht schon. Ich habe schon gesagt, da werden wir mal eine coole Folge aufnehmen. So richtig Allee des Nordsterns. Und wieder was abgehakt. Gut, gut. So eine richtige Gemetzelfolge. Schlachttechnisch so. Wow, da freue ich mich drauf. Überall knurrt's und hupt's. Bin ich jetzt hier richtig? Ne, das habe ich schon. Ah, da unten kann man durch. Hey, Kinders, könnt ihr euch vielleicht mal um den kümmern? Danke. Wollte gerade sagen, also... Was habe ich euch dabei? Wenn ihr euch nicht um die kümmert, die mich hier anknabbern im Hintergrund. Das ist schon wieder einer, der knabbern will. Kinder, schnell, schnell, schnell. Ich glaube, hier geht's hoch. Oh, sollen wir ein kleines Ding mitnehmen?
So. Ja, Pferdel ist schon richtig. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja. Ja, dieses Dreckquadrat, genau, ja, okay. Auch eine interessante Stelle. Ich könnte mir das auch schön vorstellen, hier zu bauen. Das heißt, will ich so dieses Wasser auch ausnutzen, hier ein zentraler Turm. Bootesrast. Ein zentraler Turm und dann so hier das Haupttor. Ja, okay. Dann halt nicht. Redet halt nicht mit mir. Na. Schon nebengeklickt. Wie viel kommen da noch? Ja, hier so gucken, dass wir hier wirklich einen Turm hinkriegen. Dann hat man hier sozusagen einen Eingang, einen potenziellen und hier drumrum den Wassergraben. Das hätte was. Muss ich mir merken. Vielleicht. Das wäre doch was. Wäre das was? Schreibt's mir. Passt auf. Soll ich hier was bauen und darüber ein Bauvideo machen? In den Kommentaren bitte schreiben, ob ihr das sehen wollt. Dann machen wir hier ein Bauvideo, wie man hier die Location vielleicht gestalten kann. Natürlich mit einer zweiten Ringmauer dann weiter außenrum. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also, schreibt mir, ob ihr das haben wollt. Halt, ich kann was trinken. Ich kann was trinken. So. Dann könnten wir hier coole Location. Das ist Bootesrast. Okay. Ich habe eine interessante, und ich glaube, sag ich ja auch einer hier auf dem Server, Xandrian, wir hatten uns unterhalten über Norden und hier auch über diese Sumpfgebiete. Und er meinte auf einem anderen Server, wo er gespielt hat, da war es auch eben so klar, es gibt so diese typischen Gegenden, wo sich die Leute niederlassen. Und dazu gehören selten der Sumpf und selten der Norden wegen dem Dreckwetter. Im Norden Nebel und Regen und im Sumpf Regen. Habe ich das schon entdeckt, ja. Und die haben dann, es gibt eine Mod, die den Regen nur reduziert. Also nicht abschaltet, gehört dazu, Wahnsinn, bin ich auch der Meinung, das ist einfach Bestandteil vom Spiel. Und dann haben die gesagt, nee, dann machen wir das so, wir reduzieren den Regen. Ja, deutlich, aber wir schalten nicht ganz ab. Wir reduzieren ihn. Und irgendwie haben sie aber das dann auch den Leuten nicht gesagt. Sie haben einfach nur den Regen reduziert. Und er sagt, innerhalb von einem gewissen Zeitraum ist die Anzahl der Gebäude oder der Spieler, Clans, die sich dann weiter oben im Norden niedergelassen haben, deutlich gestiegen. Okay, dich nehmen wir mit. Aua. Wo ist sie? Da ist sie. Ah, das erinnert mich, ich wollte noch auf dem anderen Server auch die Zeit ein bisschen hochstellen, dass die man bewusstlos geschlagen hat, einfach ein bisschen länger K.O. sind. Wir gucken mal hier kurz bei denen vorbei. Ich weiß nicht, ob da nochmal einer ist, den sich's lohnt. Das ist ein Camp. Es gibt ja. Wir hatten jetzt hier gerade gesagt, Angus Herberge zu Speigert, genau. Es gibt hier im Spiel noch eine Menge so diese, ja, so, ich will nicht sagen Beginner, so, nee, andersrum. Wir haben ja hier am Newb River,
gibt es ja hier irgendwo, es ist die New River hier. New River, da ist das Camp. Hier irgendwo lungert garantiert ein Kämpfer rum. Dann haben wir hier irgendwo ist ein Kämpfer und hier hinten. Das sind ja fixe Spawnpunkte. Und da gibt's, da können ein paar spawnen. Das ist Dire Deadbringer und. Aber es ist so das, immer derselbe Satz, sage ich jetzt mal. Es sind, glaube ich, 6 oder 8 verschiedene. Und wenn man dann in die Liste reinguckt, was es da noch für welche gibt, da gibt es eine Menge Black Hand. Und dieses Camp hier, gerade wo wir da vorne den erschlagen haben, und Hands potenziell. where I can see them, matey. Ja, guck, meine Hände sind da. Wo schreist denn du? Da oben, glaube ich, bist du, gell? Und in diesem Camp gibt's ein. Ach, da bist du. Hier bin ich. Guck. Siehst du meine. Hast du die Hände gesehen? Gut ist. Ja. Und in diesem Camp sind. Oh, ich würde mal sagen, Größenordnung. 6 bis 8 verschiedene Kämpfer, die hier spawnen können. Ich habe in einem anderen Gameplay hier in der Nähe ein Camp gemacht. Da habe ich viel mit so, sagen wir mal, Enslaver-Camps gearbeitet, indem ich da einfach mich eine Zeit lang niedergelassen habe. Und ja, die Leute halt immer wieder mal besucht habe. Und da unten die Dame und ich glaube, hier oben um die Ecke ist noch ein potenzieller. Ist nicht fix, muss nicht sein. War das hier? Da. Das hier, das ist ein Tenner. Und da lungert doch noch ein Kämpfer irgendwo rum. Ich. Mal gucken. Na, okay. Ich glaube, der kann auch ein Named sein. Also, war dann, wenn man dann. Keine Ahnung, ich habe da, wo das tote Rhinoceros liegt, ein Stückchen weiter vor, da habe ich mein Camp aufgebaut und habe. Da habe ich mit den Extended Cartographer gearbeitet, das heißt, da habe ich meinen kleinen Obelisken hingestellt, habe dann das Camp ab und zu mal besucht. Und, also, ich würde sagen, eher 8, also 6 auf jeden Fall, die ich hier gefarmt habe. Der will nichts von dir wissen, Papagei. Der will was von uns. Und sie, seht ihr das? 7 Bluten. Ein Angriff, 7 Bluten. So, dann würde ich sagen. Wo sind wir denn? Oh, drop, 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 drop. Habe ich ja so mittendurch hinten rum. Ha? Mal gucken, was wir noch, uns noch begegnet. Vielleicht kriegen wir noch einen netten Ambush. War nichts los auf dem Server. Das heißt, eigentlich müsste der Ambush, hoffe ich, dann mich treffen jetzt. Also ich will es ja nicht beschreien, aber das ist auch so. Oh, ich habe vorhin einen schlimmen Ambush gehabt und hier zwei Mini-Bosse und ein Boss und schlag mich tot. Und ich krieg immer Exiles Level 1 und so. Ich habe einmal bisher wirklich einen interessanten Ambush gekriegt. Das waren diese Bossschlangen, die großen. Ja, das war ein bisschen fordernder. Das war. Nee, nicht ein bisschen. Nee, das war fordernder auf jeden Fall. Also das war schon knuffig. Aber es hat mich ja wirklich gefreut, weil man will ja auch ein bisschen was erleben. Und die anderen kriegen da immer die tollen Sachen. So. Das Camp müssen wir auch mal bei Gelegenheit besuchen. Ich freue mich auf Chapter 2. Kapitel 2 ist ja in. Könnt ihr den mal ganz kurz hier? Ich will mal was schauen. In 14 Tagen. In 14 Tagen kommt Kapitel 2. Ich weiß, dass es natürlich am Anfang eventuell ein bisschen rumpelt wieder, dass wir
drauf warten müssen, bis die Mods aktualisiert werden. Hier eigentlich schon an die Modder, an die Autoren. Mal wieder einfach angemerkt, wirklich einen ganz, ganz großen Dank, wie sie mit ihren Mods unser aller Spielerlebnis bereichern. Das muss man immer wieder mal und kann man gar nicht oft genug erwähnen. Kommst du her? Danke. Das muss man einfach immer wieder sagen. Okay, der Event ist. Aber der ist nicht so lange bewusstlos. Ja, okay. Also wir gucken nachher noch nach dem Event. Das ist ja, können wir klar noch machen dann. Ich würde sagen, wir preschen mal. Hallo, Schlange. Schrei mir doch ins Ohr. Preschen dann mal hier ganz kurz durch. Liefern drüben an der Station die Kollegin hier ab. Und dann gucken wir noch nach dem Event. Ja, mit Kapitel 2 heißt dann wieder auf die Updates warten. Das ist jetzt nicht Genörgel oder sowas. Also absolut okay, wenn man da, wenn es dumm läuft, halt auch mal einen Tag oder zwei warten muss. Wenn es ganz dumm läuft, auch länger. Ich habe da hier den Kollegen auf dem Surfer schon gesagt, dass ich die Surfer runterfahren werde am Abend vorm Update. Ich ziehe mir dann die Datenbanken, ich richte bei mir zwei Testsurfer ein. Und werde dann auf dem Testsurfer testen, was geht nicht. Wenn dann die Geschichte veröffentlicht wurde. Ups, den da. Oh, ich springe da mal jemand vorbei. Dankeschön. Und dann gehen wir es noch kurz darüber kloppen. Es rate ich auch jedem. Also wie gesagt, vorher runterfahren, Sicherung vom Datenbankfile machen auf jeden Fall. Und wenn ihr euch auch keinen eigenen Dedicated Surfer leisten wollt, weil euch die Installation zu aufwendig ist oder was auch immer, dann könnt ihr auch hergehen und das Spiel lokal als Singleplayer-Game einfach einblenden. Das heißt, die vorhandene GameDB, wenn ihr die sichern wollt, eben wegkopieren, gebt dem Ding einen Namen oder ein Unterverzeichnis, wo ihr seht, das ist mein Spiel sowieso. Und dann könnt ihr eure Surfer-Datenbank in euer Singleplayer-Verzeichnis kopieren und dort ganz normal starten. Das funktioniert wunderbar. Die Modliste, das ist ein bisschen doof, weil zumindest in G-Portal ist die Modlist vom Namensaufbau anders wie die lokale. Ich müsste es mal testen, ob man die einfach eins zu eins übernehmen kann. Bei G-Portal ist die Modlist auf die ID des Packages zielt die und wenn man dort ein Mod runterlädt und installiert, wird es nicht unter dem Namen, sondern unter der ID gespeichert, was grundsätzlich gut ist, weil es potenziell zwei Mods geben kann, die gleich heißen, obwohl es verschiedene Mods sind. Und ich weiß es, ich habe zwei solche. Die heißen beide QOL, also Quality of Life. Ich glaube, der kann ich mal was zu essen reintun, so, genau, ihr geht mal. Da brauchen wir nichts. Habt ihr das gesehen? So, die erste Fuhre wäre abgefespert, glaube ich. Ja, da oben war noch einer.
Ja, das. Wieso sie den Bogenschützen da hochgestellt haben und keine Option, dass man da irgendwie hochklettern kann oder sowas? Ey, was heißt. Ich muss mal wirklich die Namen aufschreiben. Ich habe ja hier schon drei von den Setpriestern rausgeholt. Und da frage ich mich, natürlich gibt es nur die drei? Oder gibt es da noch andere? Hey, ey, du alter Schlangenkopf, hier wird nichts Pferd gepiekst. Da werde ich echt sauer. Viertel, du musst aber auch nicht hier mittendrin stehen. Komm mal hier rüber, geh doch dahin. Haben wir schon? Kommt Boss? Ja, ich glaube, es kommt Boss. Ah ne, komm, ich bleib da drauf. Ich wollte gerade sagen, für was stelle ich euch auf Aggro gebürstet, wenn ihr dann hier bloß sagt, oh, du bist aber ein großer. Ich glaube, gerade eben habe ich mir überlegt, dass ich doch nicht auf Aggro gebürstet bin. Und erledigt, sehr schön. Sehr schön. Dann können wir noch kurz gucken, ob es da irgendwas Sinnvolles gibt. Ah, Farben nehmen wir immer mit. Aber dann war es das, denke ich, auch für heute, oder? Na. Ach, jetzt. Da mache ich es halt so. Lohnt sich die? Ne, die lohnt sich, glaube ich, nicht. Ne, ne. Die lohnt sich nicht. Ah ja, Obsidian kann man immer zerlegen. Und das ging gibt. Oh, da war noch eine Stahlding drin. Ah, Mensch. So, da liegt doch noch einer. Der hat so eine Mütze und der hat ah, heißen Kaffee. Kaffee lassen wir nicht verkommen. Ja, du stehst übrigens ein Feuerpferdel, das ist doof. Geh mal an den Strand, ich brauche noch einen Schluck zu trinken und dann ein Happa Happa machen wir noch. Ne, haben wir ja schon hier. Komm, du mal eine Schweineschwarte essen. Du hast ein Level abgehabt, sehr schön. So, dann würde ich sagen, für diese Folge okay, oder? Wir haben diese. Ach, wie heißt sie? Die Kultisten von Xaldar, wie das da heißt. Das war schon, da geht es nicht super schwer, aber ich glaube, also mit einem Gefährten könnte ich mir da etwas schwieriger vorstellen, vor allem wegen dem Aggro halten. Ich glaube, da kriegst du schon auch Runde, wenn du einen guten Gefährten dabei hast. Aber es ist zäher, weil die stecken echt gut ein, ja. Und die Hupfdohle hat doch immer ganz gut ihren Blutungsschaden untergebracht und unsere Kollegin hier. Was? Dono Tellpup. Die hat mit ihrem Dingschwert, macht sie natürlich schon auch ihren Schaden. Und wenn man jetzt, sie hat jetzt nicht den riesen Modifier, aber über die 24% hier, die ich ihr noch gebe. Und ja, ich denke, da bleibt schon, kommt schon was rüber mit einem Schwert, was 81 Schaden und 30% Rüstungsdurchdringung hat. Da kommt schon ein bisschen was rüber. Naja, okay. Für die Folge war es, das habe ich gesagt. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Kommentare schreibt, wie gesagt, Frage geht, da oben bauen, wollt ihr dann ein Bauvideo? Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Und wenn ihr schon abonniert habt, vielen, 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 vielen Dank an der Stelle. Wenn noch nicht, warum nicht? Ihr könnt es jetzt machen, einfach hier da unten auf Abonnieren drücken.
Da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Und ansonsten wäre es schön, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier in Conan Exiles, nicht Isle of Scepter, Age of Sorcery, Kapitel 1, Gameplay mit Mods. Oder schaut auch in der zweiten Serie vorbei. Das ist dann Conan Exile, Isle of Scepter, Age of Sorcery, Kapitel 1, Gameplay mit Mods. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Bye bye.